Das bin ich, Jakob. Wegen meiner doofen Krankheit kann ich nicht laufen oder sprechen. Aber man kann auch so einiges an Wildnis und Abenteuer im Rolli erleben. Heute nehme ich euch mit auf einige Abenteuer in den Bergen. Wildnis, wir kommen. Hier wohnen wir. Naja, zumindest für einige Tage. Die Hütte liegt auf fast 1700 Metern Höhe. Der Nachbar hat gerade kleine Kälbchen. Die zeige ich euch später. Und hinter unserer Hütte gibt es einen Wasserfall. Abends im Bett hört man wieder ganz wunderbar rauschen. Was meint ihr? Kann man mit einem Rolli in einer Almhütte wohnen? Wie bitte? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wir wollen die Nacht oben in Heidis das Hütte verbringen. Das ist nicht gefährlich. Wir wollen uns doch nur die Sterne durch die Dachluke anschauen. Na also, bei Heidi ging es doch auch. Aber von Anfang an. Wir haben unser Auto ganz vollgepackt und auch super viel zu essen mitgenommen, damit wir auf der Hütte keinen Hunger bekommen. Und dann geht es endlich los. Die Fahrt in die Berge ist lang, aber der Ausblick ist toll. Und dann Stau. Im Stau darf ich wenigstens kurz raus aus meinem Sitz, weil meine Beine wehtun. Da bergauf. Und nach vielen Stunden und vielen Tunnels sind wir endlich da. Am besten zeige ich euch gleich, wie unser Zuhause auf Zeit von innen aussieht. Die Hütte ist wie eine kleine Zeitreise. Im Bad steht ein Trog zum Baden. Im Mai ist es, auf dieser Höhe, noch ziemlich kalt. Aber es gibt einen Holzofen, mit dem man es sich gemütlich machen kann. Einen Kühlschrank gibt es keinen, aber man kann ein paar Sachen im Brunnen vor der Hütte kühlen. Es gibt Dinge wie zum Beispiel eine Kehrschaufel aus Holz und eine Waage. Es gibt ein altes Butterfass und Form für Butter. Braucht man, wenn man Sahne machen will. Und dann gibt es noch tausend andere interessante Dinge zum Entdecken. Ein Mixer. Aber mir gefällt vor allem der Handmixer. Ich bin schwer. Oh. Braucht mal ein bisschen Übung. Den hätte ich am liebsten direkt in die Küche mitgenommen. Das da? Ich glaube, das ist die Klappe für zum Stall. Nur die Falltür, die runter zum Stall führt, ist leider zu. Du willst da runter? Oh Mann, das wäre so praktisch gewesen. Macht aber nichts. Kommt mit, ich zeig euch da unseren Stall. Genau. Heu und das da vorne auch. Und da oben über uns läuft die Mama. Die Kühe sind noch nicht da, aber in 2 Wochen kommt das Vieh auf die Alm. Man kann sich also alles noch in Ruhe anschauen. Das Futter hab ich gleich entdeckt. Wo es hinkommt und natürlich auch, wo am Ende der Kuh misslandet. Was zu essen? Richtig. Durch das Loch, da kann die Kuh den Kopf strecken. Am spannendsten sind die Dinge, aus denen die Kühe trinken. Ich habe nicht lange gebraucht, um rauszufinden, wie die funktionieren. Bisschen alte Quatschkopf, hör auf. Mach das nicht. Jakob. Nee, komm, hör auf. Es gibt Sauerei, das ist alles dreckig.
das Kuhschlapper drin und so, die Mama. Ja, so. Ich nutze die Zeit und mache mich in die Vorbereitungen für die Kühe. Erst wird Gras mit der Sense gemäht. Sieht etwas gefährlich aus. Ich weiß. Aber Papa passt gut auf, da kann nichts passieren. Gras zusammenrechen. Und ab damit in den Stall. So, jetzt können die Kühe kommen. Und während ich arbeite, ist meine Schwester natürlich am Lesen. Das ist ja klar. Aber wenigstens hilft sie mir beim Holzhacken. Ist er weggeflattert? Ja, kommt der Käfer, ist weggeflattert. Alter, schön. Und was macht man, wenn man so richtig nach Stall riecht? Man probiert den Druck zum Baden aus. Der stimmt am meisten. Was? Der Papa? Das Wasser wird über Holzfeuer heiß gemacht. Dann noch etwas Badesalz rein. Und es kann losgehen. Oh, noch ein Löffel? Meinst du, braucht man noch? Machen wir noch einen rein. Perfekt. Das Tolle an einer Hütte in den Bergen ist, dass man direkt von dort zum Wandern losstarten kann. Im Frühjahr gibt es in dem Tal überall kleine Wasserfälle und wilde Bäche. Das Einzige ist natürlich, dass die Berge einen schon ziemlich ins Schwitzen bringen können. Also ich meine Mama und Papa. Ich habe es sehr bequemer. Und wenn es richtig steil wird, dann kommt das Seil zum Einsatz. Aber es lohnt sich. Die Aussicht, wenn man richtig weit hochgewandert ist, ist eben unbezahlbar. Auch wenn es keine richtigen Wege gibt, kommen wir mit meinem Outdoor-Buggy gut vorwärts. Und wenn es mit der Karawane immer weitergeht, dann muss Mama ran. Die ist so stark. Genau, perfekt. Sehr gut. Wisst ihr, an was mich das erinnert?
Jakob, es ist schön hier. Neben Wasserfällen und Bergen gibt es aber auch unendlich viel mehr zu entdecken. Schaut mal hier, ein Reh. Hier nochmal. Aber mit diesem Reh hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Es hat sein kleines Kitz dabei. Wir gehen darum schnell weiter. Wir wollen den beiden keine Angst einjagen. Wir sehen auch Gämsen. Die dürfen in den Bergen natürlich nicht fehlen. Und dann, in einem kleinen Wildbach, ist die Aufregung plötzlich groß. Wir entdecken eine Schlange. Seht ihr sie? Leider ist diese schnell weg und ich bekomme sie nicht zu sehen. Es war eine Wiesennotter. Die sind sehr, sehr selten. Cool. Und ein ganz besonderes Tier besucht uns ab und zu in der Hütte. Schimpft die Mama, weil die Rolli voll Kuh. Ja. Apropos Tiere. Mittlerweile sind die ersten Jungtiere auf der Alm angekommen. Als wir sehen, dass der Nachbar Kälbchen hochgebracht hat, statten wir ihm gleich einen Besuch ab. Der Bauer erklärt uns alles. Die Kälbchen sind vom letzten Herbst. Die sind so unglaublich süß. Sie dürfen vor dem Großen auf die Alm, weil sie ja noch nicht gemolken werden. Schaut mal, die eine will an meinem Schuh knabbern. Ist das nicht verrückt? Die abenteuerlichste Wanderung habe ich mir bis ganz zum Schluss für euch aufgehoben. Schaut mal, hierhin wollen wir. Bis ganz hinten im Tal. Der Weg fängt erst noch harmlos an. Aber schon bald geht es ziemlich steil bergauf. Emma zieht. Ich hab die beste Schwester der Welt. Bald sind wir schon so weit oben, dass richtig viel Schnee liegt. Wir müssen vielen Schneefeldern ausweichen oder sie überqueren. Gar nicht so einfach. Die Landschaft ist wunderbar schroff. Schnell wie möglich, dann wird man nicht so nass. Weiter. In den Schneefeldern sinkt man ziemlich ein und es braucht alle vier von uns, um vorwärts zu kommen. Mama und Emma ziehen. Papa schiebt und ich schieb noch mit den Stöckern an. Wow. Geht nicht.
Und du schiebst mir die Stöcker. Geschafft. Papa meint, es wäre eine gute Idee, das mit der Drohne zu filmen. Naja, ging so. Und das ist der Moment, in dem sie abgestürzt ist. Hochgelandet. Was? Du, da oben irgendwo? Ja. Mama und Papa haben ewig gesucht. Bis endlich Glück gehabt, das war knapp. Irgendwann müssen wir den Bach überqueren, an dem wir den ganzen Tag entlang gelaufen sind. Wow, geschafft. Nach langer Strapaze erreichen wir irgendwann einen Punkt, an dem nur noch Schnee vor uns liegt. Hier gibt es kein Weiterkommen. Ich habe leider keine Kufen an meinem Buggy. Egal, es ist eine tolle Aussicht. So weit nach oben zu kommen ist ganz schön toll. Langsam treten wir den Rückweg an, aber mein Highlight kommt erst noch. Schaut mal, was wir entdeckt haben. Das ist ein Schädel einer Gänse. Wahrscheinlich ist er mit der Schneeschmelze ins Tal gespült worden. Den nehme ich mit. Mit dem kann ich bestimmt Oma erschrecken. So cool. Mit dieser Wanderung verabschiede ich mich von euch. Das nächste Video ist ein extra Kochvideo. Wir kochen mit euch die leckersten und besten Hüttenklassiker. Natürlich in unserer Hütte auf dem Feuer. Das wird lecker. Also nicht vergessen, den Abonnement-Knopf zu drücken. Und lasst einen Daumen nach oben da. Ach, und Glocke anklicken nicht vergessen. Tschüss.